Einen wunderschönen. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Runde Mangas. Dieses Mal bin ich ganz allein ohne meine Freunde, die mich sonst immer killen. Mal schauen, was so alles passiert. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Marsch und ich sind eine Hip-Hop-Gruppe. Habt Respekt. Oh, dann. Jetzt ist es Mariah. Du brauchst aber doch diesen Anzug, ne? Das weißt du. Also. Und die Spinne. Und die Spinne. Das ist dieser Pilotenanzug, glaube ich, hier. Eieiei. Das gibt's Ärger. Und damit hi ho. Wird Zeit für eine Runde. Dieses Mal darf ich sogar blau sein. Polos. Und tot. Naja, ist nur das für einen egal. Gott sei Dank gibt's den echten noch. Der heilt sich mal. Ja, ich hab tatsächlich gesehen, wie mich Taser getötet hat. Nein, du warst. Also, du warst der letzte im Dropship und dann ist Nestro 1 umgefallen. Okay. Ja. Wer ist der Tado, mich rausbekommen? Wer ist also, das eigentlich wer? Ich würde den Zerteis rausnehmen. Ich habe keine Ahnung, wer Nestro 1 ist. Ich bin im Spiel angetragen und hab Story aufgesehen. Ja, wie gesagt, also ihr könnt mir glauben oder nicht, aber Yataro war es auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Also ich würde sagen, es war weiß. Ich muss ja sagen, ein Bollenhelm. Ich bin weiß. Ja, ich bin der Scheiß jetzt. Ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht, weiß. Dass ihr könnt skippen, aber es ist Yataro, 100%. Also ich würde sagen, Stoß hat. Hätte ich nicht als Opfer gesagt, ne? Als ob. Hä, als ob Flo sich selber umbringt. Ja, sein alter Ego. Du musst selber machen, kannst du bitte noch voten? Sorry, hat hier schon mal jemand etwas über Neid Flo, vote erklärt? Doch mal. Mann. Ja, aber einer hätte er ja. Gewotet. Wir haben uns alle selbst gewotet. Ich hab dir geglaubt, Flo. Ich hab ja, na dann wurde ich jetzt auch gleich. Da. Ich hab mich halt raus. Oh, ja, blöd. Muss ich mich jetzt auch noch muten? Mann. Ich glaube, in der Runde passiert nicht viel. Stich im. Ne? Ach, der Pilon. Absolut. Ja, kurzfristige Runde deswegen. Ganz viele neue Namen. Oder halt nicht bekannte, sage ich mal so. Ich weiß nicht, wie es genau ist. Als Rose. Ich hasse euch. Ich hasse euch noch mehr! Jemand ist durch mich durchgelaufen. Ich dachte, es wäre rot, aber rot ist tot auf dem Madbase-Scan. Das ist natürlich echt unpraktisch. Dann könnte es pink oder lila sein. Ich hätte gedacht, dass rot der Mörder ist, aber. Also, die Rosa hat die Lichter angemacht. Wo wart ihr dort alle? Admin Table. O2. Wie viele Leute wurden dir im Lab angezeigt? Vier. Vier? Vier sogar. Vier, ja. Permanent. Also ich weiß nicht, ob der Bohrer dazu zählt, da bin ich gerade. Ja, müsste, glaube ich. Also ich beobachte ihn. And that's a fact. Das kann ich nicht beurteilen. Ich schaue mir den Bohrer an und versuche ihn zu reparieren. Das könnte aber nicht sein, weil dann wären ich, Ali, Zoe und Yataro dort, aber da müsstest du ja theoretisch gesehen, also Yataro und Zoe müssen sich decken können, aber dann geht das mit dem Killer nicht. Aber es war gerade das Licht aus. Also anfangs waren es drei, dann vier, dann bin ich halt kurz weggegangen, hab Lifeline geguckt, dann war Rot tot. Was ist, wenn bei gewendet ist, da jemanden gekillt hat, dann zurückgewendet ist zum Captain Fable? Big Brain Play, Alter, dafür würde ich ihn auch nicht rausworten. Angelo, was hast du jetzt gemacht? Angelo. Ja, laut ich. Drosa hat Licht gemacht.
Ja. Zwei Leute waren electrical. Ich dachte, ich Rose hat du. nicht gemacht. Ich und Rose ja. waren, also Rose hat angemacht und ich bin dann wieder runter zurück. Ich dachte, Marci, hattest du nicht gesagt, Rose hat Licht gefixt? Ja, hab ich nur gesagt, Rose hat ja, Licht ja, angemacht? Irgendjemand. Achso, Rosa, ich habe jetzt die ganze Zeit Rose verstanden. Ich hab doch das Licht angemacht. Ja. Hä? Was jetzt? Rosa oder Drose? Drode. De Vidora. Okay, danke. Okay, ja, Tade, dann hole ich dich jetzt raus, ja? Alter. Das kann man doch nicht verstehen. Wir sind hier zusammen in Office. Er war in Office, ich habe einen Punkt in Office gesehen, aber nicht bei mir. Also er war nicht bei mir, er wird wahrscheinlich ja, die ganze Zeit auf K rumgestanden sein. Merke ich mir ja Drohne. Also die Leute in Electrical würde ich eigentlich... Na gut, es war jemand O2 am Anfang. Wer war das nochmal? Ich. Ah ja, würde ich ausschließen. Danke. Das nehme ich doch gern. Ich werde gerne ausgeschlossen. Also nein, ich werde nicht gerne ausgeschlossen, aber... zumindest entfernt reiten von der Theorie. Was hab ich denn da? C-Box muten. Genau, mute dich. Mach die Räder. Also hat Mariah Nesflo umgebracht. Ist auch witzig. Wegen Einkel und haut das hin. Grün. Ich stehe gerade direkt vor der Lights-Tür oder Electrical-Tür. Nee, nicht Electrical-Tür. Bei der Tür, wo man dann zum Licht hin kann. Ja, ich stehe quasi neben dir, aber ich habe das gesehen bei Google. Eingang und die Leiche wird wahrscheinlich im Weapons sein, richtig? Machen. Genau, Weapons. Trip. Rose, wo bist du? Ich stehe gerade unter Electricals quasi. Wenn du von der Tür hochgehst, wird der verschlossene Tür. Zoe? Ich stehe neben Domi, aber also anscheinend, wenn er da steht, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kam gerade. Ich glaube, die Tür ist noch nicht offen, also das hättest du noch nicht erkennen können. Ich weiß, irgendwer hat rechts die Tür gerade versucht aufzumachen. Ich habe die Tür hat sie sogar aufgemacht. Ich habe sie aufgemacht, ich habe es hinbekommen. Ja. Ihr seid direkt euch ein bisschen zu viel. Ja. Hey, ich habe ihn nicht gesehen. Er hat nur gesagt, er steht da, habe ich gedacht, er steht da. Habe ich ihm gesehen. Also. Und ich kann bestätigen, dass die rechte Tür zumindest aufgegangen ist. Ob das jetzt Zoe war, weiß ich nicht. Also, es wäre funny, wenn wir am Anfang mit den Nestflo-Voten im Foster gehabt hätten. Hm. Das ist bis jetzt immer nur einer gestorben, zumindest. Mhm. Sicher. Ich weiß halt. Ja, ich weiß halt nicht, was, also, was am Anfang ernst war und was nicht. Ich war ein bisschen los. Also da, erst wurde Thais verdächtigt, dann ich, dann wurde es genau, sich auch nicht festgefahren. Genau, zuerst hat Flo gesagt, er hat mich killen sehen, dann hat er Yatalo killen sehen. Richtig, und wir standen beide an Leis und haben uns nur angeschaut. Aha. Ich glaube, du hättest mich da echt getötet, wenn du Imposter wärst. Wer weiß. Cooldown. Marty, wen hast du gewotet? Wir müssen jetzt jemanden safety-mäßig rausholen. Dich habe ich gewotet. Dann voten wir nicht raus. Okay. Wirklich? Ich hab mich jetzt selber gewortet. Wir müssen uns auf einen Platz legen. Ist halt der falsche Player, aber. Ich hab zwar einen anderen Bunsters, aber egal. Denn dann sage. Ich hätte jetzt Seebox gespielt. Jetzt ist es zu spät. Ich bin verwirrt. Zoe kann auch sein. Warum? Ah, vielleicht war das eine rote Muße, die ich gesehen habe und nicht ein roter Skin, ja. Das glaube ich nicht. Dann hätte ich es ja auch sein können. Das glaubst du. Nein. Aus Sap Report wurde total ausgeschlossen, interessanterweise. Rose macht wieder das Licht an. Machen wir noch schnell die Taste hier. Wow. Das ging aus dem Bildschirm raus. Mit Base Scan. Minus 38 Grad.
C-Box. C-Box. Ja, Zoe kam raus aus Specimen und da liegt Tai. Ja, hab ich doch Tai, gesagt, das ist er hat vor, ich glaube, der hat vorher ja, so Rosa gesehen. Oh, Manu! Wieso wird denn noch Flo, also der Fake-Flo direkt sofort... Ich hab so schön für dich getanzt. Das ist doch schön gemacht. Aber wieso wird doch der, wieso wird doch mein Imposter-Kollege am Anfang direkt rausgehauen? Ja, weil Flo ja, schon wurde nicht rausgeholt, hab ich nicht verstanden. Hä, wieso denn nicht? Ich hab's doch gesehen! So, geh doch ich zuerst Lab. Gleich mal als Leichenfutter dastehen. Ali und Flo. Rechts. Zoe auch noch da. Bist du auf den Scan? Stehst du da? Ich hab's nicht gesehen. Also jetzt auf dem Scan töten, das wäre der Play. Damit wäre ich total sass. Halle, ja. Flo. Lange erste Runde. Den würde ich gerne noch mitnehmen. Dann kann reportet werden. Danke. Simpson. Mariah, Lichter gehen aus. Pink ist tot. C-Box gar nicht gesehen. Oh, da hatte ich noch die Dinge jetzt. Ali Schnorr. Ja. Oh, C-Box auch. Gerade gestorben. Ich fand die Blicke sehr interessant. Zoe hat sie wieder am Headface-Scan gekillt. Nein, ich glaube, es war Drose. Spielen wir mit Sheriff? Nö, ne? Nee. Gut. Verdammt. Hast du die für Mord aktiv oder was? Nein, nein, aber ich wollte mal lieber nachfragen. Das Ding ist also halt folgendes: Ich habe am. Der Tato ist safe, Linke. Ja, Thais auch. Ich habe am. Ihr seid nur rumgestanden oder wie? Richtig. Ja, ich habe am Lifeline geguckt und da war. Hat jemand anders noch auf dem Lifeline geguckt? Das vor den 10, 20 Sekunden? Ja. Da war. Pink, Seebox war tot. So, da bin ich runter zum Admin gelaufen, hab mir die Theos abgecheckt. Zwei waren Electricals, einer ja. Dropship und rechts noch ein paar. Da bin ich halt. Wo war die Leiche jetzt? Lifelines. Ja, die andere weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich Richtung Dropship. Hast du Ali reported? Ja, ne, Marci? Ja. Und die liegt bei Lifelines. Ja. Ich habe Drose mit Ali allein gelassen und Drose ist einfach beim Licht ausmachen einfach dran vorbeigelaufen. Ja, aber die was? Ne, das Licht war doch gar nicht. Ja, das hast du nicht mitbekommen, weil du Imposter bist. Ne, das habe ich vielleicht zu spät mitbekommen. Ich wollte aber auch gerade sagen, dass das Licht war zweimal aus. Dass Drose nicht weiß, wo Ali ist, wenn Raya Drose und Ali zurücklässt, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich Ali zuletzt in Specimen reinlaufen sehen habe oben. Das heißt, sie muss unten rausgekommen sein. Und wenn Drose da Richtung Admin Table unterwegs ist, muss er ihr ja irgendwann begegnet sein, wenn die Leiche da liegt. Na, aber ich habe vor uns auf Dings geguckt, Lifelines, da war es halt eben noch nicht tot. Das Ding ist halt, ich bin gerade... Du hast gerade gesagt, du hast nicht mal gemerkt, dass das Licht aus war. Also, voll gelöst. Hä, weil ich hochgerannt bin Richtung... Dropship, um zu gucken, ob da jemand tot ist, weil... Nein, das erste Mal. Du bist an Electrical vorbei, runter nach O2 gelaufen und ich bin hochgelaufen und ich dachte mir, warum läuft der vom Licht weg? Nee, jetzt hast du gerade gesagt, das Licht war nicht aus. Zumindest hast du es nicht gemerkt. Hab ich nicht gesagt, ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ja, aber sowas merkt man eigentlich. Bei 8 kann man shooten. Oh, schade. Ich weiß okay, das heißt Mariah und Simpson war es, ne? Was denn? Ja. Ne, Taser? War es Taser? Was? Ach, keine Ahnung, Alter, ich komme mit euren Stimmen nicht klar.
Sucht euch andere. Soll ich die verwenden? Sucht euch andere. Ja, so ist besser. Ist klar. Ich aber nicht so reden kam. Ich weiß nicht, wer es war. Ist Mariah nochmal zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Richtig bad. Richtig schlecht von mir. Holy moly. Mariah könnte zurückgegangen sein. Disconnect. Bette Ansage. Ja, da. Oh nee, Download. Dann müssen. Warte mal, da müssen wir jetzt ja schon. Double Kill ist ja schon fast vorbei. Mach du auf. Ich muss ein Geständnis machen. Ja. Taze ist neben mir disconnected, als ich gerade vorgelesen habe, raus mit den Drecks Randys. Ich glaube, ich habe Taze auf dem Gewissen. Ansonsten war Mariah gerade an Lifeline. Drose kam von unten, Admin ist Richtung Lifeline gelaufen. Jetzt ist Mariah tot. Ich weiß nicht, wo sie liegt, aber da habe ich sie zuletzt gesehen. Marshy, magst du es erzählen? Sie liegt electrical. So wie wo wir alle sind. Electrical. Ja. Okay. Zoe war electrical, oder? Nein. Nicht? Da waren aber vier Leute, dann war es Simpson. Ja, ich bin nach links, rechts raus und stehe jetzt. Ja, Taro, Marshy, Rose und ich. Und Rose hat gerade vor Marshy und meinen Augen gekillt, also würde ich irgendwie vermuten, dass Marshy oder Simpson noch ein zweiter Imposter ist und das ein vergangener Double Kill war. Okay. Was sagen aber die warum, anderen? Warum sollen die da Double Killen? Eben, war nicht wir mehr waren zu fünft. Wir waren ja sieben Leute. Viert. Mit ja, der Leiche mit waren wir dann zu fünft. Stimmt, mit Mariah waren wir zu fünft. Das macht ja gar keinen Sinn. Das muss ja ein Missklick gewesen sein. Ja, da, trotzdem war es halt Rose. Ja, ja, das schon. Das auf jeden Fall. Aber, ja. Okay, dann lasse ich das so im Raum stehen und... so wie die Leiche. Nee, die lassen naja, die steht nicht mehr. Die steht ich dachte, die lässt da im Raum liegen, Alter. Die lässt da liegen. Weirder Kill. Sehr weird. Stack-Kill halt. Drose, Drose, Drose. Du kleiner Imposter. Was macht der Tato? Was tust du, ja, Tato? Lab. Gehen wir einmal so rum. Dann gehen wir einmal jetzt mal gegen den Uhrzeiger. Sorry. Hallo. Ich bin mir gerade mega unsicher, ob das wirklich Drose war, der da gekillt hat, oder Marshy. Ach, jetzt bist du die Unsicher? Really? Das ist gerade ein Problem. Really? Ja, Marshy. Marshy macht sowas nicht. Doch, er macht sowas schon, aber... Du verwirrt mich gerade aber so diesmal sehr. Nicht. Aha. Aber also, es kam ja kein Alarm oder so. Also, ja, ich habe mir gedacht, lieber drücke ich jetzt einmal. Ja, Taro. Also ich würde sowas was schon machen, ne? Ich würde sowas, aber diesmal... Also... Also Simpson war auf jeden Fall draußen, außer es gab irgendwie Ping-Probleme und er nee, war... Nee, ich war draußen. Das stimmt schon, ich war draußen. Ich bin also Marshy und ich waren zusammen mit Rose und der Leiche in dem Raum. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass es Rose war. Aber ja, mich verwundert das Play jetzt halt, weil eigentlich waren wir uns alle sicher, aber jetzt kommst du so ums Eck, ja, vielleicht war es doch der... So quasi, vielleicht bist du ja der Zweite, der den Double Kill oder halt diesen, keine Ahnung, was Kill verkackt hat. Wir können nicht aber voten, habe ich kein Problem. Das ist mega strange und informiert. Ich bin jetzt gerade nicht 100% sicher, ob das wirklich Drogen war. Dann lass mir da einfach meine Tasks weitermachen. Mensch, ja, wenn jetzt fertig sein kann. Ja, wollt ihr jetzt voten oder? Ich habe schon gesagt, 5. Ja, ja.
Ich weiß nicht, Flo, was hast du gemacht? Hat mich gehört. Weiß ich nicht mehr. Irgendwas. Oh, ja. Ah, ja. Ist das wirklich Flo oder ist das Mariah? Da weiß niemand. Oder? Vielleicht oder? Mariah. Oh, shit. Pass auf, jetzt kommt Anna. Ja. Na, dann machen wir schnell. Den Download, den Upload. Das kam mir gerade so komisch und derb. Oder hätte er mich auch gebotet, glaube ich. Wäre, glaube ich, mehr drauf gegangen. So, Dropship. Der bitte. So, jetzt schnell zur letzten Task und dann haben wir fertig. Lights gehen aus. Jetzt kann ich sterben. Oh. Ach so, die ging zu. Ich habe eine Leiche gesehen. Oh Mann, nicht sorry. Du hast die sogar reportet, glaube ich. Mhm. Ui. Weil ich ein Ehrenmann bin. Aber das heißt jetzt, dass wir wissen, dass Drose nicht war. Ich weiß nicht, ob das so ehrenhaft ist, eine Leiche zu sehen und da erstmal alle hinzurufen. Doch, wir müssen darüber sprechen, was wir tun müssen. Ja. Also zumindest waren wir mit Rose richtig. Ja, eben. Sag ich ja. Das beruhigt mich jetzt schon mal. Vielleicht waren es Rose und Marschi. Ja, Tado. Könnte sein. Wo liegt denn die Leiche? Meine ja. Güte. Am Admin-Table, soweit ich das sehen konnte. Bin ich ganz weit weg gewesen. Ja, ich bin gerade electrical reingelatscht. Wollte Licht fixen. Aber warum gehen, wenn in der Admin-Table liegt, warum gehen denn die alle Türen zu? Warum nicht? Um zu verwirren. Hat er geschafft. So, wer ist jetzt beim Licht gerade? Ich. Simpson. Okay. Ich bin am Anfang wieder mit dem Benzin gegangen und dann... Wo ist der Tado? Ich bin ein Specimen. Ich habe gerade Simon Says gemacht, muss noch 1 bis 10 machen. Beziehungsweise leider wurde ich in Simon Says unterbrochen. Bin jetzt bei 4 oder 5. Weißt du gar nicht so genau. Weiß ich nicht so genau. Wieder bei 0 an. Ich weiß nicht, ob da jetzt jemand was claimen darf, wenn er nicht mal mehr weiß, wen in der letzten Runde gewotet hat. Oh shit. Ich wusste ganz genau, dass ich geskippt habe. Oh shit. Oh, die Mindgame. Das ist Mindgame. Mhm. So, wo warst du denn? Die ganze Zeit. Die ganze Zeit am Vent, oben in Office, oben links. Sehr verrückt. Und dann habe ich irgendwann mich beschlossen zu bewegen, bin zum Admin-Table und da lag Zoe dann tot. Das ist doof für Zoe. Vorher oder das nachher? Das ist echt doof für Zoe. Aber es kann ja nicht so lange, die kann ja nicht so lange tot sein. Bei 30 Sekunden Cooldown, oder? Haben wir 30 Sekunden? Wir haben 30 Sekunden. Keine Ahnung. Ja, aber wir sind 4, ich sehe keinen Grund da jetzt. Ich wurde ja Tado. Das ist okay. Zumindest wusstest du das noch kurz vorher. Krass, oder? Mega Gedächtnis. Voll krass. Dafür muss ich andere Sinne sterben lassen. Flo, wem hast du nochmal gewählt gerade? Deb, deb, deb. Simpson. Ach ja, Simpson ist es nicht. Das ist wahrscheinlich Flo. Wo liegt? Achso, da wurde der Specimen. Hat er gesagt. Wann ist Flo? Lebt noch, okay. Aber sieht sehr, Licht geht an. Flo selber angemacht. Also wenn Simpson überlebt, ist es auf jeden Fall einer der anderen beiden. Und er killt mich.
Ich bin so safe mit meinen Aussagen. War ja klar. Wo liegt denn die Leiche? Im Office, also im Gang zwischen dem Button und Admin. Okay. Also ich bin vom Licht wieder runtergegangen, Flo hat's gefixt. Und was hast du gesehen? Ich stand in dir. Okay. Also ich bin halt zum Licht und du standest da schon, da bin ich halt wieder weggegangen, weil ich dich fixen hab lassen. Mhm. Dann laufe ich runter Richtung Admin und liegt da die Leiche. Okay. Wirklich mehr. Flo, hast du die Runde gemacht? Ich stand erst links oben im Office eine Weile, am Vent. Und dann bin ich zum Admin-Table gegangen. Da habt ihr mich auch gesehen. Da waren alle zwischenzeitlich. Dann gingen die Lichter aus und dann bin ich Lichter ausmachen gegangen. Anmachen gegangen wieder. Okay. Ich meine, bei den Lichtern war er auch. Das stimmt. Ich war. Wer war zuerst? Der Flo. Okay. Ja. Ich war in Specimen, habe meine zwei Tasks gemacht. Dann hat Flo. Naja, das ist ja egal, was du da gemacht hast. Wir haben uns alle vier lebend am Admin-Table gesehen. Und dann bin ich kurz an Vitals gegangen, Flo ist Richtung Electric gegangen, um das Light zu fixen. Marshy ist mit mir an Vitals gewesen, dann bin ich weg und bin in Comms rein. Deswegen würde ich. Das ist ja Taro allein schon, weil er wusste, dass ich Richtung Electricals gehe. Ich würde auf Simpson gehen. Gut. Dann kann sich Simpson jetzt entscheiden zwischen sich oder ja, Taro. Oder unentschieden, wenn du mich votest. Nee, Flo ist es nicht. Der hätte vorher niemals selber reportet. Das macht keinen Sinn. Ich würde nie selber reporten. Nee, eh nicht. Schade. Für mich ist es auch Yatado. Alleine schon wegen dem Mindgame von wegen. Vielleicht war es doch Marshy. Simpson, gute Runde. Nee, nee. Nee, nee. Doch, doch. Nee, nee. Sag ich doch. Okay.